So, moin moin und herzlich willkommen zu einer nächsten Lesung von Jörg von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. In der Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil von F. Tapper Saucy. Also wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, dass das in so viel Arbeit, und das meine ich jetzt nicht mal negativ, aber wenn das so lange wird, diese Zusammenfassung ausartet, dann hätte ich das vielleicht anders angepackt. Bin selbst überrascht darüber, dass ich jetzt schon im achten Video bin und immer noch ein paar Kapitel zu gehen habe in diesem Buch. Und von meiner ursprünglichen Idee, halt eine englische Zusammenfassung zu machen und die von dem Andreas übersetzen zu lassen. Also wenn ich das jetzt alles auch noch in Englisch mache, dann mache ich ja unglaublich viele Videos dazu. Das war ja so gar nicht beabsichtigt. Also das mit der Zusammenfassung muss ich wohl nochmal überdenken. Wobei jetzt für meine deutschen Zuschauer ist das ja sehr interessant, da einen tieferen Einblick zu bekommen. Deswegen werde ich auch da ganz sicher jetzt gar nicht irgendwas abändern an der Art und Weise, wie ich diese Zusammenfassung mache. Aber in Englisch werde ich das nochmal stark überdenken. Das kann ja nicht die Idee sein, nachdem ich die 25 Kapitel gelesen habe, insgesamt 29 Videos hochgeladen habe, nochmal 10 oder 11 nur mit der Zusammenfassung zu machen. Das wäre ja nicht logisch, ne? Auf jeden Fall danke ich meinem Bruder Andreas, dass er mir wieder mal was zugeschickt hat. Wir hatten da wohl ein bisschen Kommunikationsproblem. Meine Texte, die ich ihm zugeschickt hatte, kamen via E-Mail nicht an und ja, ich hatte das angenommen, dass die da wären und er hat gedacht, da würde noch irgendwas kommen und wir hatten deswegen wochenlang keinen Kontakt und deswegen hat es lange gedauert, bis ich was Neues machen konnte oder er eine neue Übersetzung machen konnte. Das hat er jetzt sehr schnell in Angriff genommen. Also dafür, Andreas, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dich da so schnell drum gekümmert hast. Und wir wollen dann jetzt auch ohne große Verzögerung fortfahren in Kapitel 20 des Herrscher des Bösen, das heißt American Graffiti. Das muss man ja gar nicht übersetzen, nicht? Das heißt ja im Deutschen genauso. Und jedenfalls setzt sich dieses Kapitel 20, American Graffiti, mit dem Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika auseinander. Ich habe zwar schon diese Zusammenfassung ziemlich ausführlich gemacht in diesem Kapitel, aber doch ist es niemals so, dass man hier alles besprechen kann. Also habt da bitte für Verständnis, wenn man vielleicht von ein bisschen von der einen zur anderen Seite springt und dass doch nicht alles, was in dem Buch erwähnt wird, erwähnt werden kann, weil wie gesagt, ich kann ja nicht das ganze Buch übersetzen lassen von dem armen Jungen da. Jedenfalls setzt sich dieses Kapitel mit dem Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika auseinander und natürlich mit sämtlichen versteckten oder zumindest der breiten Öffentlichkeit unbekannten Zeichen und Emblemen, die das beinhaltet. Das erste Siegel, das heißt also, da gibt es dann wohl verschiedene, das erste Siegel beinhaltete die Formulierung: Rebellion gegen Tyrannen ist Gehorsam gegenüber Gott. Na, das klingt eigentlich ganz gut, ne? Aber es ist nicht biblisch. Warum? Es ist der Eckstein bellarminischer Theologie, wie wir beim Weiterlesen in diesem Buch erfahren werden. Was ist bellarminische Theologie? Das ist die Theologie, die kommt von dem Jesuiten Cardinal Bellarmine. Könnt ihr euch halt gerne mal drüber informieren. Kann man ja in Englisch die Wikipedia-Seite suchen und die dann ins Deutsche übersetzen. Kann man ja auf der Seite gibt es ja meistens deutsche Übersetzungen dafür. Dann könnt ihr euch ja mal die bellarminische Befreiungstheologie anschauen, die der so gelehrt hat. Und das ist genau dasselbe, das muss ich doch mal eben hier einfügen, wie mit der amerikanischen Verfassung. Die Leute glauben wirklich, das ist ein protestantisches Papier. Ist es aber nicht. Wo in der amerikanischen Verfassung steht irgendetwas von den Lehren Jesus drin? Ja gut, da steht drin, in God we trust, genau wie auf ihrem Geld da oben drauf, ne? Aber sie schreiben nicht dabei, welcher Gott das ist. Kasuistik und Sophistik, nur mal eben, um daran zu erinnern. Ja? Das ist kein protestantisches Papier, die amerikanische Verfassung. Sie ist nicht auf der Bibel gegründet und das ist doch wohl die einzige Basis, auf der wir eine Gesellschaft gründen sollten. Genau so, wie es Israel getan hat in der Zeit, wo sie nicht abfallend waren. Ihre Gesellschaft war gegründet auf den Gesetzen Gottes, des Schöpfergottes, des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob oder Israel, wie er danach hieß, nicht zu vergessen. Ja? Und in der amerikanischen Verfassung wird das mit keinem einzigen Wort irgendwo erwähnt. Und das ist auch ein weiterer Beweis dafür, dass man sieht,
wie die amerikanischen, also wie die Kolonien, die englischen Kolonien im Grunde, wie man so schön im Englischen sagt, gehijackt wurden, also gefangen genommen wurden, lass uns mal sagen, von katholischen, jesuitisch ausgebildeten Personen oder auch Freimaurern, die ebenso Jesuiten geleitet wurden, weil die Freimaurerei wird an der höchsten Stelle geführt vom schwarzen General, dem schwarzen Papst, dem General der Jesuiten. Na jedenfalls, als ich vor vielen Jahren auf dieses Siegel aufmerksam wurde, sagt Tapasaucy in dem Buch, dachte ich, dass es aufzeigte, wie stark das biblische Vertrauen der Gründungsväter auf die Bibel war. Aber als ich begann, die versteckten Errichter des amerikanischen Nationalismus zu erkennen, änderte sich mein Denken darüber grundsätzlich. Und das ist genau das, was jeder erlebt, wenn er sich mit unterdrückter Geschichte beschäftigt. Wenn ihr die entsprechenden Videos von mir und diejenigen auf der Webseite von granddesignexposed.com anschaut, also die gehen über den Jesuiteneinfluss in der Gründung von 1776, da habe ich mal mitgewirkt an einer siebenteiligen Serie, war das, glaube ich, zusammen damals mit ein paar, wie ich dachte, Brüdern in Christus. Das hat sich dann später anders gezeigt, aber nichtsdestotrotz, die Arbeit, die wir darin gemacht haben, ist ganz gut. Werde ich vielleicht irgendwann auch mal als Videos rausbringen im Englischen. Also wenn ihr euch diese Videos anschaut, die könnt ihr auf Grand Design Exposed finden und die heißen irgendwie, also im Titel geht das um Jesuiten und 1776, das könnt ihr an der linken Seite der Webseite dann finden, das ist nicht weiter schwer. Dann werdet ihr die verborgenen Gründungsväter und die Religion, hinter der sie sich verbargen, in Erfahrung bringen. Ihr werdet außerdem erfahren, dass es auch in diesem Buch aufgezeigt wird, dass die Regierung der USA, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, von Anfang an universal war. Und ein anderes Wort für universal ist katholisch. Dass die Regierung der USA von Anfang an sonnenanbetend und babylonisch-satanisch-luziferisch war. Von Anfang an. Und versteht mich bitte richtig, mit Sonnenanbetung meine ich nicht nur, dass man sie hinfällt und die Sonne anbetet, sondern da meine ich vor allen Dingen mit, dass die Schöpfung vor dem Schöpfer angebetet wird. Und das ist purer Satanismus oder Luziferianismus, wie auch immer man das bezeichnen will. Die Menschen, die Luzifer anbeten, die beten immer noch den zwischen Anführungszeichen Engel an im Himmel, ja, den Luzifer vor dem Fall, den Sonnenbringer, den Lichtbringer, das gnostische Wissen davon. Ja, und die Satanisten, da muss ich ja noch nicht weiter darauf eingehen, wen die anbeten, ne? Aber das ist ja der Punkt. Luzifer als geschaffener Engel im Himmel war eben ein geschaffenes Wesen. Und wenn er die Menschen auf der Erde dazu bringt, die Schöpfung anzubeten, anstatt denjenigen, der alles geschaffen hat, nämlich den Gott der Bibel, ja, dann hat er ja sein Ziel erreicht. Dafür muss ich mich nicht unbedingt niederknien und die Sonne anbeten, wie einige das vielleicht irgendwo machen. Aber dann reicht es auch, ganz einfach die Natur anzubeten. Ja, diese ganze Naturbewegung, die Gaia-Bewegung, wie das alles heißt. Das ist doch im Grunde nichts anderes. Und ja, dann schweifen wir ab in Pantheismus und so weiter und so weiter. Also ich will da jetzt gar nicht weiter groß drauf eingehen, wollte nur sagen, auch in diesem Buch wird es ganz deutlich aufgezeigt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an universal, also katholisch, sonnenanbetend und von daher basiert war auf babylonischem und satanischem Glaubensgut. Ich betrachte dieses Siegel trotz des biblischen Glanzes des Komitees, fährt Tapasaucy jetzt fort, das es entworfen hat, als das Werk eines intensiven römisch-katholischen Glaubens. Das liegt daran, dass es einen großen Unterschied zwischen Bibelgläubigkeit und römisch-katholischem Glauben gibt. In der Tat. Dieser Unterschied war der Kern des Protestantismus, dessen Auslöschung Papst Paul III. Der Gesellschaft Jesu mit ihrer Ordinierung 1540 aufgetragen hat. Ein großer Unterschied liegt zwischen Bibelgläubigkeit und römisch-katholischem Glauben, schreibt Tapasaucy hier. Und das ist das, was ich immer wieder betone. Römischer Katholizismus hat
mit Christentum nichts zu tun. Der römische Katholizismus ist nicht christlich, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und die ganzen armen Menschen, die von den Lügen in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche von einem Gegenteil überzeugt werden, sind betrogene Seelen, weil sie sich einen Dreck darum kümmern, einmal die Bibel festzunehmen und zu vergleichen zwischen dem, was ihnen in der Kirche durch die Hierarchie da gelehrt wird, und dem, was Gott lehrt. Jeder mit auch nur zwei funktionierenden Gehirnzellen, der die Bibel in die Hand nimmt und sie mit offenen Augen und offenen Ohren liest, ja, offene Ohren, weil die braucht man für den Heiligen Geist, der wird merken, dass die Lehren zwischen dem römischen Katholizismus und die Lehren des Gottes der Bibel komplett konträr gegenüberstehen. Dass das eine mit dem anderen 0,0 zu tun hat. Die römisch-katholische Kirche gebraucht 10% biblische Wahrheit und baut darauf 90% ihrer Lügen auf. Und durch diese Lügen muss man sich durcharbeiten, um zur Wahrheit zu finden. Das ist ein ziemlich schwerer Weg. Macht's euch einfach. Nehmt einfach die Bibel. Habt ihr von Anfang an die Wahrheit, und die Lügen des Katholizismus werden umso einfacher sich vor euren Augen entfalten. Und ihr werdet sie erkennen. Bibeltreuer Glaube bezieht sich ausschließlich auf die Bibel, sola scriptura, und betrachtet diese unabhängig von jedweder anderen Quelle als ein ausreichendes und unanfechtbares Regelwerk des Lebens. In den Worten der Bibel selbst heißt es, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. So lesen wir im zweiten Brief Timotheus, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Römisch-katholischer Glaube auf der anderen Seite betrachtet die Bibel, obwohl sie diese als von Gott inspiriert ansieht, weder als unfehlbar, noch aus sich selbst heraus ausreichend als Regelwerk des Lebens, sofern diese nicht vom Magisterium, also der Autorität der katholischen Lehrmeinung, so interpretiert und vom unfehlbaren Papst so verkündet wird. Und da möchte ich euch mal eben zwei Zitate vorlesen, die ihr vielleicht noch nie oder vielleicht doch schon mal von mir oder sonst wo gehört habt. Das erste kommt aus der katholischen Enzyklopädie, 12. Band, Seite 496. Zitat: Die Überlegenheit der Bibel als Quelle des Glaubens ist historisch inkorrekt, unlogisch, fatal für die Tugendhaftigkeit des Glaubens und zerstörerisch für die Vereinigung. Sie ist unhistorisch. Ende Zitat. Das denkt die römisch-katholische Kirche. Das denkt der Papst, der Antichrist ist, von dem Wort Gottes. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber ich lese nur mal eben, und das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Teil vorgelesen, hier oder bei Luther 2017, aus dem Roman Catholic Confessions for Protestants Oath, also da geht es um diesen die römisch-katholische Konfession für Protestanten, ein Eid, den die ablegen müssen. Der kursierte um 1830 und davor, ich glaube in Ungarn war es, da werde ich den Andreas auch nochmal fragen, dass wir da eine Übersetzungsarbeit von machen können, das habe ich ja schon vorbereitet, dass das gemacht werden kann. In diesem Eid, den Protestanten ablegen mussten, um den Protestantismus abzusagen, um ihr Leben zu schonen und dem römischen Katholizismus zuzutreten, da steht drin, Zitat: Wir geben zu, dass der Papst die Macht hat, die Bibel zu verändern, zu ergänzen und etwas wegzunehmen nach seinem Willen. Ende Zitat. Sollte man doch vielleicht mal drüber nachdenken. Die römisch-katholische Kirche hat das Lesen und Studieren der Bibel des zwischen Anführungsstrichen ganz normalen Menschen, ja, immer nicht nur abgeraten, sondern verboten. Die Bibel durfte nur
interpretiert werden, wenn ein Priester dabei war, um sie zu interpretieren. Niemand durfte die Bibel für sich selbst interpretieren oder noch schlimmer, den Heiligen Geist sie für sich interpretieren lassen, sodass man sie auch wirklich versteht. Ist natürlich schwierig mit den ganzen gefälschten Bibeln, aber was glaubt ihr denn, wo diese ganzen gefälschten Bibeln herkommen? Je mehr ich mit gefälschten Bibeln umgehen muss, je mehr ich damit konfrontiert werde, desto mehr sage ich mir von, das ist ja doch alles Quatsch. In der einen Bibel steht es so, in der anderen Bibel steht es so, da ist ja auch die Wahrheit nicht drin zu finden. Und schon hat Satan gewonnen. Der ist nicht dumm. Satan kennt die Bibel auswendig und er weiß ganz genau, dass er eine kurze Zeit hat. Und je mehr Menschen er davon abhalten kann, die Bibel zu lehren und zu lernen und zu studieren, desto mehr Seelen bekommt er am Tag der Abrechnung auf seiner Seite zugerechnet. Nämlich all diejenigen, die sich von Jesus Christus abwenden, weil sie ihn einfach nicht finden können, all diesen verkehrten Bibeln. Und weil sie sich fragen von, ja, wenn es hier 250 verschiedene Sorten von Bibeln gibt, ja, welche ist denn bitte schön die richtige? Auf die Diskussion gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das sollte langsam jeder für sich selbst ausgemacht haben. Und mir ist es wurscht, welche Bibel ihr lest. Hauptsache, ihr findet zu Jesus Christus. Weil schlussendlich ist die Bibel auch nur ein Hilfsmittel. Es ist das Wort Gottes, das zu uns spricht. Und das uns alle, wie ja vorher schon vorgelesen, im Brief Theomotheus hier, die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben zur nützlichen Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Und wie kann ich denn so etwas bitte finden in einer falschen Bibel? Na, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe meine Bibel gefunden. Von daher diskutiere ich da gar nicht weiter drüber. Das kann jeder für sich selbst ausmachen. Ich bin ja nicht der Richter. Ich bin ja nur jemand, der versucht, den Leuten etwas beizubringen. Das Siegel von 1776 stimmt mit der römisch-katholischen Lehre überein, genauso wie es der Bibel widerspricht. Während die Titelzeile »Rebellion gegen Tyrannen ist Gehorsam gegenüber Gott« nirgendwo in der Bibel zu finden ist, ist es der Eckstein der bellarminischen Befreiungstheologie. Die Bibel billigt nirgends Rebellion, noch nicht einmal gegen Tyrannen, unter denen Gottes eigenes Volk, die Israeliten, fortwährend zu leiden gezwungen waren. Wenn die Bibel von Rebellion spricht, dann ist damit nahezu immer der Ungehorsam der Israeliten gegenüber ihrem Gott Jahwe gemeint. Im 17. Kapitel der Sprüche Salomons steht geschrieben, dass, Zitat, der böse Mensch die Rebellion anstrebt. Na, dann lesen wir doch mal eben im 17. Kapitel der Sprüche Salomos. Kapitel 11. Im 17. Kapitel Vers 11, Entschuldigung. Vers 11. Zitat: Ein Boshafter sucht nur Empörung, aber ein unbarmherziger Bote wird gegen ihn ausgesandt werden. Ende Zitat. Die King James lautet hier, wenn man es halt übersetzt: Ein böser Mensch trachtet nur Rebellion. Ein grausamer Bote wird gegen ihn gesandt werden. Und im Englischen heißt es im Original: An evil man seeketh only rebellion. Therefore a cruel messenger shall be sent against him. Ende Zitat. Und wir lesen das auch im 1. Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 23. Da steht unter anderem: Denn Ungehorsam ist Zaubereisünde. Zitat: Denn Ungehorsam ist Zaubereisünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, so hat auch er dich verworfen, dass du nicht König sein sollst. Ende Zitat. Dem Gott der Bibel kann man nicht gehorchen, indem man Böses tut und Zauberei betreibt. Ihm kann nicht durch eine Verfehlung Ehre erwiesen werden. Wie dem auch sei, heilige Traditionen autorisieren jegliche Tat zum Wohle Roms. Cum finis est licitus, etiam media sunt licita. Der Zweck heiligt die Mittel. Tatsächlich wird der Auszug aus Ägypten in der Beschreibung des Exodus in der Bibel nicht einmal als Rebellion bezeichnet. Als Moses von Gott gerufen wurde,
um Israel vor dem Pharao zu vertreten, brachte dieser vor, dass er selbst, Mose, unfähig sei. Das kann man nachlesen im Exodus, Kapitel 3, Vers 11. Er sei uninformiert, in Vers 13. Er besäße nicht die Autorität, Kapitel 4, Vers 1. Er sei nicht eloquent genug, Kapitel 4, Vers 10. Er wäre unangepasst, Kapitel 4, Vers 13. Unsicher, Kapitel 4, Vers 13. Und keiner glaube, und ihm keiner glauben würde, Kapitel 6, Vers 12, Exodus, also zweites Buch Mose. Wohl kaum die mutige Geisteshaltung eines großen Rebellenführers, Das, was Moses leitete, war keine Rebellion, sondern eine soziologische Befreiung, für die Gott alleine die Verantwortung übernahm. Zitat: So gehe nun hin. Ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten führe? Und aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten mit allen meinen Wundern schlagen, die ich darin tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Das war ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose, also Exodus, Kapitel 3, Verse 10, 11 und 20. Nun, falls es Adams, Franklin und Jeffersons Wunsch gewesen wäre, durch das Siegel von 1776 die wahre Lehre der Bibel auszudrücken, hätten sie schreiben können, Anführungsstriche oben unten, Jahwe beseitigt Tyrannen für seine Getreuen. Aber auch mit einem biblisch korrekten Motto entspricht das Siegel nicht dem Standard der Bibel. Denn es wäre immer noch ein Siegel, das seine Autorität durch ein Götzenbild ausdrückt. Was ist denn ein Siegel anderes als eine Abbildung? Obwohl der Gebrauch von Siegeln und Bildern eine der stolzesten Traditionen des römischen Katholizismus ist, verbietet die Bibel es. Aber für tausende von Jahren haben mediterrane Kulturen ihre religiösen und politischen Informationen aus Mythen entnommen, die bildhaft erzählt worden sind. Paulinus, der Bischof von Nola, sagte von seiner Kongregation, Zitat: Sie sind nicht frei von Religion, aber sie können nicht lesen. Ende Zitat. Das war die Entschuldigung des Paulinus, den Bischof von Rom anzuflehen, ihm zu erlauben, mit Götzenbildern zu lehren. Paulinus hatte vergessen oder niemals gelernt, dass die Basis des christlichen Evangeliums schriftlich war. Warum sonst hätte sein Autor grafische Abbildungen untersagt? Sich dessen bewusst haben die Apostel einen großen Teil des evangelischen Wirkens der Verbreitung der Lesefähigkeit gewidmet. Gesegnet sei derjenige, der liest. So lesen wir in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3, Zitat. Selig, wer liest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ende Zitat. Nun, und während des gesamten dunklen Zeitalters sorgte die katholische Kirche dafür, dass die Leute das Lesen und das Schreiben nicht lernen konnten. Mit der Erfindung der Buchpresse und der sich ausbreitenden Reformation wurde den Menschen die Fertigkeit gegeben, zu lesen und das Wort Gottes selber zu studieren. Und sind wir heutzutage fähig zu lesen und haben die Möglichkeit, das Wort Gottes zu studieren, aber tun wir es? Nee. Weil man uns verblödet hat und von allem abgelenkt hat, für das Gott steht. Musik, Fernsehen, Filme, Drogen, Sex, das Lernen gegen das Lernen in unseren Bildungseinrichtungen. Die Schulen und Universitäten haben das Wort Gottes erfolgreich aus unserem Leben entfernt. Und gehen wir doch nochmal eben zurück in Kapitel 3 des Buches. Könnt ihr euch nochmal anschauen, dann die Lesung darüber. Das Marginalisieren der Bibel. Es ist ein Ziel von Anfang an der Jesuiten, um die Bibel zu marginalisieren, um das Wort Gottes zu marginalisieren. Lest es nochmal nach. Ich muss ja nicht alles doppelt und dreifach erzählen.
Nun, der Kongress weigerte sich, das 1776er Siegel einzusetzen. Wir werden niemals erfahren, weshalb. Es gibt keine Aufzeichnung einer Debatte diesbezüglich, nur den Vermerk, dass angeordnet wurde, dass das Siegel auf dem Tisch liegen solle. 5 Jahre später jedoch, im Sommer 1781, traf eine Flotte von 25 französischen Schiffen in Chesapeake Bay ein, mit mehr als 20.000 Soldaten, die von 90 römisch-katholischen Kaplanen und nur Gott weiß wie vielen säkularisierten Jesuiten begleitet wurden. Muss ich nochmal eben einen Kommentar einwerfen. Das Ergebnis von Ritchies geplanter Abschaffung des Jesuitenordens war, dass ihr euch das bitte nochmal erinnert, dass die Wölfe nicht nur einen Schafpelz tragen konnten, sondern jede Form der Verkleidung, die man sich vorstellen kann. Ja? Also von daher die Gott weiß wie vielen säkularisierten Jesuiten, die auf diesen 25 französischen Schiffen in Chesapeake Bay 1781 eintrafen. Einen Monat später ergab sich die britische Armee General Washington in Yorktown. Der legendäre sichtbare Krieg war schließlich vorbei. Der sichtbare Krieg. Ja, das war ein Jesuitentheater wie alle Kriege, seit die Jesuiten herrschen. Da das große Siegel in der Sprache der Kabbala geschrieben ist, scheint es eine wahrhaft gnostische Verfassung zu sein. In Begriffen, die den Eingeweihten und dem allmächtigen Gott wohl bekannt sind, legt es die Quelle, die Natur, den Zweck und den Plan der amerikanischen Regierung dar. Da Charles Thomson und Manly P. Hall es vertraulich behandeln, werden die Eingeweihten den Nicht-Eingeweihten niemals die Bedeutung des Siegels enthüllen. Aber der allmächtige Gott ist nicht so reserviert. Er stellt sich Nachforschungen nicht in den Weg. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Im Gegensatz zum Stolz der Kabbalisten, die einen Zugang ausschließlich Privilegierten gewähren, sind die Versprechungen der Bibel leicht zugänglich für jede Seele, die diese von Gott persönlich ersucht. Mit dem Schein dieses Lichts auf die allgemein verfügbare Geschichte von Herrschern und Religion kann jeder die Elemente des Siegels zurückverfolgen zu ihren uralten Quellen und am Ende genauso viel wissen wie die Gnostiker, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt tauchen wir etwas mehr ein in die Bedeutung des Pentagramms und hören Tappers Erklärung dazu. Das hat mit dem Siegel zu tun, das Pentagramm. Schaut es euch an, ich werde es ja auch regelmäßig in das Video hier wohl einblenden. Die Aegis des großen Siegels glorifiziert 13 fünfzackige Sterne oder Pentagramme. Jedes Pentagramm steht für einen ursprünglichen Staat. Es gab ja damals eben die 13 Kolonien, ne? 13 Staaten. In der gnostischen Symbolik steht das Pentagramm für Jupiters Frau Venus. Es gibt dafür einen natürlichen Grund. Ich kann euch sagen, die Erklärung ist vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, dann hört es euch zweimal an, aber es ist verdammt interessant. Ein gewissenhafter Beobachter, der sich für einen Zeitraum von 8 Jahren an einem festen Ort befindet, wird erkennen, dass der Planet Venus sich am Himmel entlang eines Pfades bewegt, der exakt ein Pentagramm ergibt, also einen fünfzackigen Stern. Carl L. Youngman hat im Dictionary of Symbols geschrieben, Zitat: Da der Orbit der Venus näher zur Sonne ist als die Position der Erde, sieht man diese niemals mehr als 48 Grad von der Sonne entfernt. Während eines Zeitraums von 247 Tagen ist die Venus nach Sonnenuntergang als Abendstern innerhalb von 48 Grad oder weniger von der Sonne entfernt sichtbar. Die Venus nähert sich danach der Sonne zu sehr, um sie sehen zu können. Sie bleibt für 14 Tage unsichtbar und erscheint danach als Morgenstern wieder oder Oststern, unmittelbar bevor die Sonne im Osten aufgeht. Für 245 Tage können wir die Venus jeden Morgen beim Sonnenaufgang sehen, bevor sie erneut im Sonnenlicht verschwindet, wenn sie sich der Sonne zu sehr nähert. Nun ist sie für 78 Tage unsichtbar. Am 79. Abend erscheint sie wieder im Westen, unmittelbar nach Sonnenuntergang. Nun ist sie erneut der Abendstern. Wenn man sich mit der Ekliptik auskennt,
Dabei handelt es sich also um den großen Kreis der Himmelskugel, der dem sichtbaren Pfad der Sonne inmitten der Sterne entspricht. Und die momentane Position der Planeten in Relation zu der Konstellation der Fixsterne im Zodiac, also im Tierkreis, genau bestimmen kann, kann man den exakten Ort innerhalb der 360 Grad des Tierkreises markieren, an dem der Morgenstern nach einer Phase der Unsichtbarkeit kurz vor dem Sonnenaufgang als erstes erscheint. Wenn wir das machen, müssen wir 584 Tage auf das Wiedererscheinen des Morgensterns, also die synodische Periode der Venus, warten und ihre Position im Tierkreis markieren und diesen Vorgang wiederholen, bis wir 5 Positionen der Venus als Morgenstern haben. Dann werden wir feststellen, dass exakt 8 Jahre und ein Tag vergangen sind. Wenn wir nun eine Linie von der ersten markierten Position zur zweiten und dann zur dritten Position und so weiter ziehen, dann erhalten wir letztendlich ein Pentagramm. Nur die Venus besitzt das Zeichen des fünfzackigen Sterns. Kein anderer der unzähligen Sterne über uns kann dieses mit seiner eigenen Himmelsbahn nachmachen. Ende Zitat. Der Begriff Königin des Himmels taugt im Alten und Neuen Testament nirgendwo anders als in Jeremia Kapitel 44 auf. Und dort genau 5-mal. So, das schreibt jetzt Tapasor. Ich habe da nachher noch eine Berichtigung drüber, also schreit jetzt nicht gleich auf. Wusste Jeremia, dass der Himmelspfad der Venus 5 Punkte hat? Und wussten die anderen 35 Schreiber der 66 Bücher der Bibel das auch? Haben sich diese Männer, die in verschiedenen Sprachen über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren geschrieben haben, verschworen, den Namen Königin des Himmels nicht zu erwähnen, damit Jeremias 5 Erwähnungen bewahrt werden und der Zusammenhang zwischen a. der Königin des Himmels, b. den 5 Punkten des Venuspfades und c. dem Fluch, der aus der Verehrung der Venus resultiert, als göttliche Lektion für alle Ewigkeit Bestand hat? Oder passierte es nur aus Versehen? Oder waren Jeremia und seine Co-Autoren durch den Urheber aller Schöpfung, wie es die Bibel lehrt, inspiriert, Dinge aus bestimmten Gründen über ihr individuelles Verständnis hinaus zu sagen oder eben nicht zu sagen? Jetzt muss ich einen kleinen Einwurf machen, einen kleinen Kommentar machen zu Tapasorsis Fehler hier. Ich muss euch leider sagen, dass dem Autor hier ein Fehler unterlaufen ist, da er nicht richtig gezählt hat. Im ganzen Buch Jeremia taucht sie 5-mal auf, die Himmelskönigin. Das ist korrekt. Nämlich einmal in Jeremia Kapitel 7, Vers 18, Zitat. Die Kinder lesen Holz zusammen und die Väter zünden das Holz, das Feuer an. Die Frauen aber kneten Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen. Und fremden Göttern gießen sie Trankopfer aus, um mich zu ärgern. Ende Zitat. Und danach erscheint es 4-mal in dem bereits erwähnten Buch Jeremia, Kapitel 44. So in Vers 17, Zitat. Sondern wir sollen alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir genug zu essen und es ging uns wohl und wir erlebten kein Unglück. Und in Jeremia 44, 18, Zitat, sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Krieg und Hungersnot aufgerieben. Ende Zitat. Jeremia 44, 19, Zitat, und wenn wir der Himmelskönigin räuchern und Trankopfer ausgießen, tun wir das etwa ohne den Willen unserer Männer, dass wir ihr Kuchen backen, um sie auszubilden und ihr Trankopfer zu spenden? Ende Zitat. Und Jeremia 44, Vers 25 zum 5. und letzten Mal, aber eben nur zum 4. Mal in Jeremia 44. Zitat. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Ihr und eure Frauen habt mit eurem eigenen Munde gesagt und mit euren eigenen Händen erfüllt, was ihr sagtet. Wir wollen unsere Gelübde halten, wie wir der Himmelskönigin gelobt haben. Wir wollen ihr räuchern und Trankopfer ausgießen. Haltet eure Gelübde nur aufrecht und vollbringet sie. Ende Zitat. Diese Feststellung von 5 Erwähnungen in nur einem Kapitel
ist damit nicht wahr. Macht euch euer eigenes Bild davon, wenn ihr mehr über die Himmelskönigin, Maria, Astarte, Kybele, Venus oder welcher heidnische Name Semiramis der ursprünglichen Königin aus Babylon auch immer gegeben worden ist, schaut meine Videos in der Playlist Babylon Mystery Religion mit demselben Namen an. Halt in Englisch. Ich kann euch sagen, als ich Tapas Saucy hier zum ersten Mal gelesen habe, ich habe, glaube ich, die Bibel 35 Mal oder so gelesen, umgedreht in diesen Kapiteln. Wie gesagt, es steht in Kapitel 44 einfach nicht fünfmal drin. Es steht nur viermal drin. Es steht im gesamten Buch Jeremia insgesamt fünfmal und das ist das einzige Mal in der ganzen Bibel. Das ist richtig. Aber in Kapitel 44 nur viermal. Hier muss ich dem Autor widersprechen. Und das ist ein Beispiel dafür, sage ich euch mal eben so, dass ich nichts so mal eben schlucke, was irgendwo geschrieben steht, sondern ich verifiere, ich forsche selber solche Dinge nicht immer, aber oftmals nach. Und sicher, wenn es gerade um solche Sachen geht, wenn es steht, in der Bibel steht das so und so, dann schaue ich mir das sicher an und werde sehen, dass die Referenz auch tatsächlich richtig ist. Ich mache meine eigenen Untersuchungen, meine eigenen Nachforschungen und verbinde die zusammen mit diesem Buch und messe alles an der Bibel, dem einzig wahren Wort, das jemals auf dieser Erde für uns erschienen ist, geschrieben durch Menschen, die von Gottes Geist eingegeben wurden und es für uns aufschrieben, dass wir es heute immer noch nachlesen können. Nehmt nicht einfach etwas an, nur weil es in einem Buch steht. Auch Autoren können sich irren. Ich habe, glaube ich, bei Alexander Hislop in der Lesung auch inzwischen schon mal Fehler aufgedeckt, meine ich. Ich habe bis jetzt in jedem Fehler irgendwo hier und da Dinge entdeckt, die nicht 100% korrekt waren. Und das sollte jeder für sich selbst tun. Weil sonst vertraut ihr ja nur mir. Und ich bin auch nur ein fehlbarer Mensch. Aber ich gebe euch halt den Tipp mit auf den Weg, eure eigene Nachforschung anzustellen und nichts so einfach nur zu schlucken, weil es da geschrieben steht. Aber gut, Tapas Saucy fährt jetzt fort. Die Rückseite des großen Siegels beinhaltet vier Elemente. Zunächst das Motto Anuit Queptis. Das habt ihr ja sicher schon mal gelesen, ne? Auf der amerikanischen Dollarnote Novus Ordo Seclorum Anuit Queptis. Was heißt das und wo kommt das überhaupt her? Das werden wir jetzt lernen. Zweitens, eine 13-stufige Pyramide ohne Spitze mit der Gravur MDCCLXXVI im Fundament. Drittens, ein körperloses Auge, das den Schlussstein der Pyramide bildet. Und viertens, das Motto Novus Ordo Seclorum. Diese Elemente definieren exakt die göttliche Vorsehung, auf dessen Schutz die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung fest vertrauten. Ja, das ist die göttliche Vorsehung, in die sie vertrauten. Anuit Coeptus und Novus Ordo Seclorum. Wenn das die göttliche Vorhersehung ist, auf die die Gründungsväter, die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, fest vertrauten, wo sind denn diese Worte bitteschön in der Bibel zu finden? Damit komme ich doch zurück zu dem, was ich anfänglich bereits in diesem Video gesagt habe, oder? Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika war von Anfang an universal, katholisch, sonnenanbeterisch, babylonisch, satanisch, luziferianisch. Mensch, das habe ich sogar auswendig behalten. Ich musste gar nicht mehr zurückschauen. Diese Elemente definieren exakt die göttliche Vorhersehung, auf dessen Schutz die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung fest vertrauten. Also das ist dann ja wohl nicht die göttliche Vorsehung der Bibel, oder? Sollte doch wohl jedem, der Augen im Kopf hat, um zu lesen, deutlich sein. Das Land der Pyramiden, Ägypten, ist es, wo das caesarianische Rom eingeführt wurde. Und mit caesarianisch meine ich das Imperium, dessen Kopf nicht nur staatliche, sondern auch religiöse Belange beherrschte.
Das caesarianische Rom begann offiziell in Alexandria, Ägypten, im Tempel des Jupiter, zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende am 25. Dezember im Jahr 48 vor Christus, als verkündet wurde, dass ein 52-jähriger Priester des Jupiter eine Reinkarnation des Jupiter sei und somit der Sohn Gottes. Sein Name war Caius, aus der Familie des Marius, Caius Maria. Nach dessen Vergötterung und gelegentlich auch vorher wurde Caius Maria als Cäsar bezeichnet, ein Kabbalismus, der aus dem Buchstaben C für Caius geformt wird, der vor Äsar gesetzt wird, das alte etruskische Wort für Gott. Der Gott Caius. Suetonius, der Biograf Cäsars aus dem 1. Jahrhundert, weist darauf hin, dass der Titel aus Äsar und dem numerischen Präfix C gebildet wird, das also entweder das numerische Präfix C ist, das für 100 steht, oder eben sein Vorname Caius. Nun, er weist darauf hin, dass das aus dem Präfix C gebildet wird, das 100 bedeutet, Gott der 100 oder von Hunderten. Und nach dem schottischen Theologen Alexander Hislop, da möchte ich doch nochmal eben darauf verweisen, wer meine Lesung da nicht verfolgt, in dem tollen Buch The Two Babylons, das ja übersetzt wurde ins Deutsche, von Babylon nach Rom, das ich lese von diesem schottischen Theologen Alexander Hislop, der sollte da vielleicht mal reinschauen, der wird da auch noch eine ganze Menge mehr über diese Kabbalistik entdecken, als was ich hier in Herrscher des Bösen damit abdecken kann. Also laut Alexander Hislop stimmte Cäsar der Vergötterung zu, um das Königreich Pergamon zu übernehmen. Pergamon machte den größten Teil von Kleinasien aus, das heute Türkei ist, und wurde dem römischen Volk im Jahre 133 von seinem König Attalus III. Vererbt. Aber die Sache hatte einen Haken. Das römische Volk musste ihren Anführer als Gott verehren. Das taten die Römer nämlich anfänglich nicht. Nun, ich könnte noch ewig weiterlesen, aber es handelt sich ja um eine Zusammenfassung, wie ich bereits schon mal gesagt hatte. Und wenn ihr die ganze Geschichte hören und alle heidnischen Quellen verstehen wollt, ja, dann müsst ihr das Buch selber lesen, wenn ihr Englisch könnt. Und wenn ihr nicht Englisch könnt, dann kann ich in diesem Fall nicht weiterhelfen. Aber ich kann ja nun wirklich nicht alles sagen in dieser Zusammenfassung. Aber eines möchte ich hier noch erwähnen. Das römische Volk musste seinen Anführer als Gott verehren, hatte ich gesagt. Der Papst ist Gott auf Erden, richtig? Seht ihr jetzt, wo das herkommt? Nicht aus der Bibel. Es ist nicht das Wort Gottes von Abraham, Isaak und Jakob. Und eine kleine Anmerkung möchte ich an dieser Stelle noch machen. Sie stammt von Seite 216 in diesem Buch. Zitat. Maria behauptete außerdem sogar trotz der Geburt ihres Sohnes Jungfrau geblieben zu sein. Also das ist, wir sprechen über die Mutter Cäsars, ja? Sie behauptet außerdem sogar trotz der Geburt ihres Sohnes Jungfrau geblieben zu sein. Wie ist sie dann geschwängert worden? Das ist eine andere Frage. Da sie ihn seitlich durch eine chirurgische Operation geboren hatte, die bis heute Cäsars Namen trägt. Der sogenannte, zwischen Anführungsstrichen, Kaiserschnitt, der in der englischen Sprache Caesarian oder C-Section genannt wird. Nun wisst ihr, wo dieser Begriff herkommt. Aber wir lesen noch mal ein wenig weiter, weil es sich um einen sehr wichtigen Abschnitt in diesem Buch handelt. So ist es Julius Ascanius, Enkelsohn der Venus, von dem behauptet wird, dass er der Vorfahre des originalen Cäsar sei, der das Motto Annuit Coeptis auf der Rückseite des großen Siegels der Vereinigten Staaten inspiriert hat. Diese Phrase, die vom US State Department als Gott hat diese Unternehmung gut geheißen, interpretiert wird, wurde in Vergils Aeneid im 9. Buch vom jungen Julius Ascanius geäußert. Die Szene spielt auf einem Schlachtfeld. Die Trojaner sind zahlenmäßig unterlegen und angsterfüllt. Der junge Julius Ascanius stellt sich vor seinen zusammengeschrumpften Landsmännern auf. Er schaut hoch zu einem bösartigen Riesen namens Remulus, König der Rutuli.
Remulus machte sich über die Trojaner lustig, da sie einen Jungen zum Kampf gegen ihn aussendeten. Während der Riese mit höhnischem Gelächter bebte, setzte Julius einen Pfeil auf die Sehne seines Bogens und rief in Richtung der Himmel: »Allmächtiger Jupiter, unterstütze dieses rebellische Unternehmen! Audacibus ad nue queptes! Jedes Jahr werde ich mit meinen eigenen Händen Geschenke in deinen Tempel bringen und einen weißen Ochsen an deinen Altar platzieren.« Dann ließ Jupiter einen Pfeil aus dem Himmel zischen, der Remulus mit solch einer Kraft in den Kopf traf, dass er seine Schläfe sauber durchdrang. Die Trojaner klatschten Beifall und lachten laut, ihre Herzen erhoben sich zu den Sternen. Apollo ruft von seinem Wolkenthron das gnostische Credo: »Durch solch eine Strebsamkeit erreichen die Menschen die Sterne beim Sohne der Götter und dem Vater der Götter.« Vergil gab ihm das meiste seines Geldes. Vergil entwickelte eine neue bürgerliche Literatur, deren frommer rhetorischer Stil die öffentliche Meinung sanft dazu brachte, die Herrschaft eines vergötterten babylonischen Autokraten zu akzeptieren. Beim Verfassen der vierten Ekloge übernahm Vergil erhebliche Anteile vom messianischen Vers des Jesaja, dessen Schriften durch die jüdischen Rabbis in Rom frei verfügbar waren. Die Heiden kannten die Bibel zu dem Zeitpunkt. »Siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennen wird«, wie wir in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 lesen. »Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter, und man nennt ihn Wunderbar, Rat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst oder Prince of Peace, also Fürst oder Prinz des Friedens«, wie wir in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 nachlesen können. 600 Jahre nach Jesaja verkündigte Vergil in seiner vierten Ekloge, dass der Friedefürst, Prince of Peace, Prinz des Friedens, durch die Ausbreitung der neuen Weltordnung, Novus Ordo Seclorum, hervorgebracht werden würde. Nun komme das neue Zeitalter des Saturn. Nun erscheine die unbefleckte Jungfrau. Nun komme die heilige Geburt aus dem Himmel hernieder. O Castellucine, Göttin der Mütterlichkeit, beschleunige die Wehen der Mutter, beschleunige die glorreiche Geburt und leite die Herrschaft deines Apollo ein. Dein Konsulat, O Pollio, soll diesen glorreichen Advent anführen und die neue Weltordnung, Novus Ordo Seclorum, soll ihre Ausbreitung beginnen. Von da an soll jeder Überrest der Erbsünde für immer von der Erde hinweggefegt werden und der Sohn Gottes soll der Friedesfürst, Prinz des Friedens, sein. Amerikas großes Siegel mit seiner obsessiven Treue zum caesarianischen Rom kann die Moral einer Nation nicht besser repräsentieren als die Quelle seiner Schrift. Die Symbole und die mysteriöse kabbalistische Sprache des Siegels führen groteske babylonische Prinzipien ein. Wenn man es ernst nimmt und sollte ein festliches Statement einer Regierung nicht ernst genommen werden, dann unterrichten die Prinzipien des Siegels darüber, dass Amerikas hoher spiritueller Zweck es ist, bei der Auferstehung der verstümmelten Teile von Gottes Sohn aus dem bösartigen Schleim menschlichen Fleisches zu helfen. Es teilt uns mit, dass bereits die heilige Jungfrau das heilige Herz des Sohnes aus dem menschlichen Schleim gerettet hat. E pluribus unum, einer aus vielen. Und hat ihn hoch am Himmelszelt platziert, so wie ihr aus 5 Punkten bestehender Himmelspfad es für alle sichtbar darstellt. Es fordert von Amerika eine glühende sexuelle Energie, so dass die vielen Teile des Sohnes auf der Erde sich wieder vereinen mögen mit dem einen im Himmel.
Es verspricht, dass Amerika zu dem reinen Licht von Sündenfreiheit und Göttlichkeit heranwachsen wird, zu ewigem Leben als Teil des solaren Körpers des Sohnes, S-O-N, Son, der Sonne, S-U-N, Sun, Gottes. Zu ewigem Leben als Teil des solaren Körpers des Sohnes, der Sonne Gottes. Es besagt, dass dieser kosmische Prozess der Wiederauferstehung von einer pyramidalen Hierarchie administriert wird, die im antiken Babylon erdacht wurde, nach Kleinasien exportiert und an Rom überliefert worden ist. An der Spitze der Hierarchie sitzt ein nicht sichtbarer Häuptling, ein unbekannter Souverän, ein Gott des Siegels, der universelle Intelligenz und Autorität über jede Seele besitzt, die sich mit dem Siegel verbündet oder sich dem Siegel verschreibt. Was das Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika für jeden repräsentiert, der es ernst nimmt, ist ein Mysterium des Bösen. Eine Rede des jesuitischen Politikwissenschaftlers Michael Novak, und da möchte ich nochmal eben hinzufügen, der hier erwähnte Michael Novak hat im ersten Kapitel oder im Vorwort, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das könnt ihr ja selbst mal nachschauen, in dem Buch von Francis Rooney, The Global Vatican, das Tom Fress in Inquisition Update 2015 auf First Amendment Radio gelesen hat, dieses fantastische Buch über der globale Vatikan, da hat der Michael Novak auch drin geschrieben. Und der wird hier in Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, auch nochmal zitiert. Also eine Rede des jesuitischen Politikwissenschaftlers Michael Novak, die in der Ausgabe von America, das ist das wöchentliche Magazin der amerikanischen Jesuiten, am 28. Januar 1989 veröffentlicht wurde, fasst es eloquent genug zusammen. Zitat. Die Gestalter wollten eine Novus Ordo aufbauen, die Frieden und Gerechtigkeit für alle sichern sollte. Das zugrunde liegende Prinzip dieser neuen Ordnung ist die Tatsache der menschlichen Sündhaftigkeit. Eine Republik für Sünder zu gründen, ist die unerlässliche Aufgabe. Es hat keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen. Es gibt zu wenige von ihnen, und mit denjenigen, die es gibt, kann man unmöglich zusammenleben. Jedes effektive Sozialsystem muss deshalb für die einzige moralische Mehrheit gestaltet werden, die es gibt. Sünder. Ende Zitat. Ich glaube, ich lese das noch einmal vor, dass das wirklich gut einsinkt, was der jesuitische Politikwissenschaftler Michael Novak, am 28. Januar 1989 in dem wöchentlich erscheinenden jesuitischen Magazin in Amerika, America, wie es heißt, und das erscheint in Amerika, geschrieben hat. Nochmal gut zum Zuhören, bitteschön. Die Gestalter wollten eine Novus Ordo, also Novus Ordo Seclorum, aufbauen, die Frieden und Gerechtigkeit für alle sichern sollte. Das zugrunde liegende Prinzip dieser neuen Ordnung ist die Tatsache der menschlichen Sündhaftigkeit. Ja, dass der Mensch ein Sünder ist, wir sind alle in Sünde und Gesetzesübertretung geboren, ist ja wohl deutlich, das steht ja auch in der Bibel drin, das wissen wir ja. Also das zugrunde liegende Prinzip dieser neuen Ordnung ist die Tatsache der menschlichen Sündhaftigkeit. Eine Republik für Sünder zu gründen, ist deswegen die unerlässliche Aufgabe. Jetzt kommt das Wichtige. Es hat keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen. Warum denn nicht? Warum? Weil in der Bibel die Heiligen, die Lebenden sind erst und vor allem, keine Toten, ja? Weil in Israel man sich umeinander gekümmert hat. Man braucht kein Sozialsystem. Wenn man Gottes Gesetzen so folgt, wie es im Alten Testament Israel oft genug getan hat, dann ging es jedem gut. Ich brauche dafür kein übergeordnetes System von diesem Staat
mit Gesundheitssorge und Rentensystem und was weiß ich nicht, was da noch alles zugehören kann. Das ist pure babylonische Lehre, das Sozialsystem. Deswegen schreibt er hier, es hat keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen, weil die brauchen das nicht. Die verstehen, dass man das nicht braucht. Ja? Und ich wollte da eigentlich jetzt noch was anderes zu sagen, jetzt ist mir gerade der Gedanke entfallen. Ihr erinnert euch doch sicher an den eisernen Kanzler in Deutschland, ne? Bismarck, Otto von. Der hat 8 Jahre lang einen Kulturkampf ausgekämpft mit damals Papst Leo dem 13., wenn ich mich nicht irre damit. Es war Papst Leo der 13. Das Zweite Deutsche Reich, das 1871 nach dem Krieg mit Frankreich durch Bismarck gegründet wurde, dem der Deutsche Bund hervorging und wo dann Deutschland und Bayern, also der südliche Teil und Preußen, der nördliche Teil, sich zusammengeschlossen haben und es wirklich mal eine deutsche Nation gab. Nicht ein heiliges römisches Reich, deutsche Nation, sondern wirklich ein deutsches Reich gab, also das Zweite Deutsche Reich. Erst hatten wir das tausendjährige Heilige Römische Reich, deutsche Nation, dann hatten wir das Zweite Reich von 1871 bis im Endeffekt Ende des Ersten Weltkrieges. Am Anfang, als Otto von Bismarck diesen Kulturkampf mit dem Papst ausgekämpft hat, der übrigens auch mehrere Anschläge auf sein Leben hat überstehen müssen. Am Ende seiner politischen Karriere hat Bismarck was getan? Er hat das protestantische Prinzip, er hat das Prinzip, dass Heilige kein Sozialsystem brauchen, hier gebrochen. Er hat klein beigegeben bei dem Papst, weil wir haben in Deutschland die Gründung dieses Sozialsystems zu danken an Otto von Bismarck. Nur mal eben in Erinnerung rufen. Ich sage damit nicht, dass Bismarck ein schlechter Mensch war. Ich sage auch nicht, dass er ein guter Mensch war. Es ist nicht an mir, um das zu beurteilen, nur ich beurteile seine Taten. Und nachdem er jahrelang mit dem Papst gekämpft hat, um diesen Kulturkampf, um eben Deutschland protestantisch zu machen, da war Deutschland ein paar Jahre wirklich mal das, was England über 160 Jahre als Vorbild bereits gebracht hat, als Beispiel gebracht hatte. Ein protestantisches Land, das hat Bismarck damals geschaffen und hat dann mit dem Sozialsystem kleingegeben. Das Sozialsystem in Deutschland, ja, das war genau so ein Schritt wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, das Gründen der Federal Reserve Bank, also der jesuitisch gegründeten Federal Reserve, wie wir sie heute kennen, ja, die weder federal ist, also weder, wie sagt man das, Federal, also versteht ihr schon, Federal Republic, Bundes, also dass weder eine Bundesbank ist, also weder vom Bund ist, noch hat sie irgendwelche Reserven, ne? Ja, von daher mal abgesehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das, was da in Amerika damit passiert ist, ist im Grunde genau damit vorher in Deutschland passiert, mit der Einführung des Sozialsystems. Und jeder Mensch findet das ganz toll. Ja, aber das ist doch toll, dann haben die Leute doch eine Rente, wenn sie gehen, und dann haben sie doch Krankenversicherung und dies und das. Das brauchten die Heiligen im Alten Testament, die Israeliten, die gottesfürchtigen, gottesfolgenden, nach seinen Gesetzen lebenden, die Nation damals aus 12 Stämmen zusammengesetzt, die brauchte das nicht. Und warum nicht? Ja, lest die Bibel, dann versteht ihr das. Gott ist nicht der Gott, der Sozialgesetze erlässt. Es ist nicht, dass er unsozial ist. Ganz im Gegenteil. Wenn man seine Gesetze richtig verfolgt, dann braucht man diesen ganzen menschlichen Quatsch eben nicht. Es hat keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen, weil es gibt zu wenige von ihnen. Und mit denjenigen, die es gibt, kann man unmöglich zusammenleben. Ja, genau, weil nämlich das Heilige mit dem Unheiligen sich nicht vermischt. Wir leben am Ende der Statue aus Daniels Kapitel 2 Vorhersage. Die Füße aus Eisen vermischt mit Ton. Und diese mischen sich nicht. Und diejenigen, die es gibt, mit denen kann man unmöglich zusammenleben. Ton vermischt sich nicht mit Eisen. Da
das ist genau das, um was es hier geht. Jedes effektive Sozialsystem muss deshalb für die einzige moralische Mehrheit gestaltet werden, die es gibt. Sünder. So. Und wenn wir Heilige im Sinne der Bibel sind, dann sind wir keine Sünder. Und wenn wir sünden, wovon sich niemand frei sagen kann, in diesem fleischlichen Leben, dann haben wir Jesus Christus anerkannt als unseren Erlöser, der uns aus unseren Sünden errettet und damit sauber wäscht und uns damit heilig macht. Jedes effektive Sozialsystem muss deshalb für die einzige moralische Mehrheit gestaltet werden, die es gibt. Sünder. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich mit einem Kapitel eine ganze Stunde belege. Das kann ja noch heiter werden für die nächsten Kapitel, die da kommen. Im nächsten Kapitel werden wir uns damit auseinandersetzen, wie gewissenhaft die Gründungsväter das babylonische Rom an den Ufern des Potomac rekonstruierten. Das ist dann Kapitel 21. Das war, glaube ich, eine ganze Menge Information eben mal. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass vor allen Dingen diese letzten paar Sätze irgendwo mal bei jemandem eine Lampe angezündet haben und gesagt haben, jetzt verstehe ich es. Das wäre schön. Also, Jörg von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, dankt fürs Zuschauen, dankt fürs Zuhören, dankt auch fürs Mitdenken, auch für eure Kommentare, zumindest diejenigen, die was taugen, wobei ich mich dafür immer ganz herzlich bedanke und reichlich Daumen hoch gebe für die guten Kommentare. Und ich habe nichts gegen kritische Kommentare, versteht mich da nicht verkehrt, aber bitte Kommentare, die mit dem Thema zu tun haben und die wirklich auf diese Sache eingehen, die ich hier bearbeite und nicht irgendwelche anderen Sachen und schon gar nicht mich persönlich angreifen. Das ist ja wohl lächerlich. Also vielen Dank und Gott schütze und behüte euch. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 Jörg meldet sich ab und sagt Tschüss.